So, wie sieht's hier aus? Schert sich gerade keine Sau drum. Weil die, die es eigentlich machen sollten, noch beim Combat-Tour sind. Auch gut. Naja. Wenigstens hat das mit unserem Wassergraben hier geklappt und unserer internen Wasserquelle. Hier fließt schön das Wasser runter in einem kleinen Wasserfall und fließt dann da drüben wieder raus. Und wir haben keine Kohle mehr. UMQ Charcoal. 30 Stück. Gut. Ich wäre jetzt... Ah, es fängt eigentlich einer an zu minern. Sehr gut. Und er räumt doch gleich hier unten schon frei. Oh, es kommt sogar ein zweiter zur Hilfe. Sehr schön. Neue Käfige werden gebracht. Ja, das klappt langsam. Eigentlich sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Gut, es ist noch nicht richtig ausgebaut und so. Aber mich nerven halt ein paar Sachen. Erst einmal, dass wir so irgendwie so fernab vom Schuss sind. Also gut, wir kriegen Karawanen, aber wir kriegen irgendwie keine Herausforderungen. Wir kriegen nur ein paar Kobolddiebe. Und wir haben eine mysteriöse Konstruktion. Wir kriegen ein paar Kobolddiebe und... Ein Drachen, der von den menschlichen Händlern einfach so niedergemacht wurde. Also beeindruckend ist was anderes, meiner Meinung nach. So, Designation, Smooth Stone. So, die eine Seite ist schon mal fertig. Die andere Seite wird jetzt auch ausgemeint, also die Steine lasse ich da jetzt einfach mal liegen. Und wenn es sein muss, schicke ich einfach beide Truppen an Armbrustschützen in diese, hier unten in diese diesen Schießscharten hier, also hier und hier jeweils ein Squad, und dann sollen sie Kreuzfeuer machen. Hauptsache, sie schaffen es, die beiden Hunde zu töten. Geht ja mal gar nicht. Ach, und du brauchst eigentlich gar keinen Rebarrow. So. Haben sie dem Holzstockpile eigentlich Rebarrow gegeben? Nö. So, der Stone wird gesmoothed. Die andere Seite wird ausgemeinert. An Artifact has been completed. Hooray! Ein Gabbro-Sarg. Ja, sehr schön. Willst du uns damit was sagen? Ein Gabbro-Sarg aus höchster Qualität, umrandet mit Cut-Rock-Crystals. Mit Birnen-Cut-Rock-Crystals.
Oder übersetze ich Pia da gerade falsch? Started with... Gespickt mit Eisen und umrandet mit Bändern aus Hundeledern und Riesen Spinnenseide. Dieses Objekt ist übersät mit Stacheln aus Gabbro, Rockcrystal und Hundeleder. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von den drei Federbäumen in Gabbro. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Zwergen in Gabbro. Die Zwerge reisen. Dieser Gegenstand dieser Gegenstand bezieht sich auf die Gründung der Rüstung, also unseres Forts, von den Bronzebärten. Von den Nourishing Sabers im frühen Frühling 126. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von dem Animal of Influence, also schon wieder unserem Gabrozept, ein Rock Crystal. Hey, ja, sehr cool, ein Sarg. Auf einem Sarg ist unsere auf einem Sarg ist die Gründung unseres Forts festgehalten. Das ist ja schon ein schlechtes Omen, das sagt, macht das Fort kaputt. Designations, Move Stone. Und ja, unser dritter Mason ist auch endlich wieder wach und hilft beim Smoothen. Sehr gut. Und jetzt smoothen sie auf der anderen Seite schon. Während der eine Einzelne alleine dort drüben smoothed. Ich hoffe, der smoothed da fertig, bevor er auf die andere Seite geht. Ja, macht er auch zum Glück. Dum, 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 dum. Oh ja, so ein Indoor-Wasser-Ding zu haben, ist schon nicht schlecht. So, Designation, Car Fortifications. So. Fortifications werden auf der Seite gemacht. Und die Händler verlassen uns bald. Also ja, wir sind schon jetzt über 5 Jahre hier. Da müssen die Goblins doch langsam mal auf uns aufmerksam geworden sein. Und wenigstens einen kleinen Trupp schicken. Aber nein, was schlagen wir uns rum mit nackten Maulwürfen? So, der eine Mason ist durstig und geht trinken. Während die anderen Masons beschäftigt sind. So, was haben wir hier doch mal? Ein Turkey Gobbler und einen Worcester. Also, Turkeys sind hier. N Turkey Gobbler, so, und hier drüben kommt der Worcester hin, so. Ja, wir langsam darauf warten, dass die Fortifications hier fertig gemacht werden. Also ja, eigentlich haben wir schon mal unsere wichtigsten Versorgungen gemacht. Ich gebe jetzt mal, ich bin mal so frei und versuch's mal. Das habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Und sage, ich verbiete. Diese Dinger hier, so. Dann müssten die Eier
die dort gelegt werden, auch befruchtet werden und es sollten Tierchen draus schlüpfen. Und hier oben ist immer noch nicht alles zugemoost. Naja. Dafür sind die Fortifications auf der Seite fast fertig. Ja. Hey, warum wird der Stone hier nicht mehr gesmoothed? So. Und da scheint wohl einer entweder hungrig oder sonst irgendwas zu sein. Was ist er denn? Gen. Müde. Okay, kann er auch mal sein. So, jetzt schicken wir mal unser Squad. Das müssen die Oceanic Palisades sein. Move bitte hierher. Gell, die haben gerade Dienst, oder? Ja. Und sehr schön, sie machen sich auf den Weg. Muss schon ein bisschen beklemmt sein für die Masons, auf der anderen Seite von einer Kampfarena Steine zu schleifen. Und dann auch noch Fortifications draus zu machen. So. Squads A. Kill. Schießt. Jawohl, jetzt schießen sie. Also ja, richtig schön gemein. Und nochmal. Kill. Sehr gut. Also ein paar schießen wenigstens. Und der nächste Nacktmaulwurfshund ist tot. Gut. Jetzt können wir hier die Brücke mal runterlassen. P. Und mit Designation Building Reclaim. Alles hier reclaim. So, ein Nacktmaulwurfshund, ein Toter. Mit einem Pinienbolzen. Und noch einem Pinienbolzen, der in ihm steckt. Pile of Vomit ist das. Ja, ist den übel geworden. Gucken wir mal kurz in die Reports. Nacktmaulwurf ist fighting. Der da. Ja, er, The Flying Pine Bolt strikes the Nacked Mole. The Flying Pine Bolt hat ihn auch wieder getroffen und hat seine Eingeweide zerrissen. Und eine Arterie wurde bei dem Angriff geöffnet. Autsch. Ihm ist schlecht. Und er übergibt sich. Und ein Kupferbolzen hat ihn getroffen. Und er fällt hin. Oder er übergibt sich wieder und windet sich. Und noch ein Pinienbolzen und noch ein Kupferbolzen. Und dann fällt er auf die rechte. Und dann knickt sein rechtes hinteres Bein zusammen. Und er ist in ein Hindernis reingerammt. Und windet sich wieder. Und dann kriegt er noch mehr Bolzen ab. Dann wird er ohnmächtig. Und er ist nochmal in ein Hindernis reingerammt. Okay.
Also ja, das klingt richtig, richtig übel. Was liegt da eigentlich rum? Knochenbolzen. Und ein linker Handschuh. Also ja, die Arena scheint so zu funktionieren. Man hat es ja gerade gesehen. Also werden wir so eine ähnliche Arena wahrscheinlich in unser neues Fort dann einbauen. Gut. Also, dann würde ich mal sagen, war's das wieder für diese Folge. Ich überlege mir, was ich noch hier so anstelle. Ob ich wirklich dieses Fort aufgeben soll oder ob ich irgendwas noch damit machen soll. Also sage ich jetzt mal, bis dann.